So, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Paul. Jetzt geht's weiter mit dem Getränketest. Ja, der Kameramann ist wieder dabei. Hallo. Ja, Fanta bringt ja jetzt in letzter Zeit sehr viele Sorten raus. Es gab ja jetzt die Pink Grapefruit, dann die Sommersorte Wildberries und jetzt gibt's halt die Halloween-Sorte Blutorange. Also Blutorange, ja, Blood Orange soll an Blut erinnern halt. Das ist das hier. Es ist jetzt schon lange Halloween vorbei, aber ich habe es jetzt noch im Laden gekriegt, weil ich Halloween nicht hier war. Konnte ich mir nicht holen. Hast du schon mal Blutorange gegessen so? Ja. Das schmeckt so ähnlich wie Grapefruit, würde ich jetzt sagen. Nee, ja, also, ja, keine Ahnung, nee, nicht so wirklich, Ich vermute mal, das wird teilweise. so ähnlich wie diese Pink Grapefruit Fanta schmecken. Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Blutorangengeschmack, mit Süßungsmitteln. Zutaten sind Wasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, 3% Kohlensäure, Säure, Zitronensäure, Apfelsäure, Süßungsmittel, Acesulfam, Aspartam, E412, E414 und E445. Also hier steht nur, dass Orangensaft drin ist und nicht Blutorangensaft. Ja, das erklärt auch schon wieder einiges. Das ganze Glas Coca-Cola auf 100 Milliliter sind davon sogar 0,4 Gramm und 3 Kalorien drin. Also die Flasche ist auch sehr groß. Ich weiß es nicht, ob es auch in Dosen gibt. Es sind 1,5 Liter. Hashtag Fanta XU. Ich hoffe mal, nächstes Jahr gibt es auch wieder Sommersorten und Halloween-Sorten. Ich guck mal, hoffen wir mal, dass es noch eine Wintersorte von Fanta gibt, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, was so Winterfrüchte sind. Vielleicht so eine Zimt-Fanta, aber das wäre irgendwie eklig. Nee, das war eklig. Das war eklig, ja. So, ich mach's jetzt mal auf. Es riecht eigentlich so wie die ganz normale Orangenfanta, bloß ein bisschen anders. Ganz wenig nur so. Ja. Ich gieße es jetzt mal ein hier. Ist auch ohne Zucker wieder. Die ganzen neuen Sorten sind ja alle ohne Zucker. Also Zero sozusagen. Bin auf Diät. Genau. So. Es ist bitter, würde ich sagen. So leicht bitter. Ich finde es irgendwie geschmackslos. Irgendwie schmeckt da ein bisschen wie normale Fanta, aber irgendwie. Bisschen leicht halt. ja, So ja. ähnlich wie Wasser mit normaler Fanta, aber auch nur. Also wenn man Fanta richtig viel mit Wasser verdünnen würde, so. Ja, also jetzt nicht unbedingt mit richtig viel, aber. Ja. Ist ganz okay, also man muss es sich nicht holen, also es ist jetzt nicht so eine Empfehlung wert. Schon allein, dass es ohne Zucker ist. Ich weiß sogar, dass es das mal in Deutschland gab, mit Zucker sogar, aber auch nur so als Sonderedition. Das ist jetzt ohne Zucker hier die Variante. Ja, ist ganz okay, also schmeckt nach Orange halt, jetzt nicht so nach Blutorange, vielleicht ganz wenig, ist bitter. Als wenn man ganz viele normale Fanta mit sehr viel Wasser verdünnen würde, dann schmeckt das so. Punkte würde ich so 6 geben, ist ganz gut eigentlich. Ja, ich würde so 5 geben. 6 Punkte und Kohlensäure, was sagst du zu Kohlensäure? Kohlensäure, ja, der Kohlensäure auch 5 Punkte. Ah. Der 5 Punkte ist das stärkste an Ach Kohlensäure. so, dann eben, ja, so 2 Punkte, 2 2, bis 3, 3, so würde ich ja. sagen, ja genau. Also das ist die Halloween-Variante. Ich glaube, die kriegt ihr jetzt auch nicht mehr. Ist ja Halloween, ist ja jetzt vorbei. Blutorange war die Halloween-Edition dieses Jahr. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder und bis dann. Tschüss.